Hallo ihr lieben Leute, ich begrüße euch auf meinem Kanal etwas ganz Besonderes machen. Heute geht es um das Thema Bergische Lebensmittelrettung. Wir werden sehen, was das ist. So, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn und was machen Sie hier? Ich bin Hartmut Wolters, Mitglied des Vorstands von unserem Verein und ich habe das Ganze auch ins Leben gerufen. Also ich bin quasi auch der Gründer. Okay, was versteht man denn unter Lebensmittelrettung? Lebensmittelrettung ist so ähnlich wie bei den Tafeln. Wir nehmen alles mit, was die Supermärkte wegwerfen würden. Wobei die Tafeln bei uns Vorrang haben, das heißt, die dürfen auf jeden Fall zuerst holen. Und danach nehmen wir das mit, was noch übrig geblieben ist, was auch noch eine ganze Menge ist. Und die Sachen, also wir sorgen dann dafür, dass die Sachen eben verzehrt werden. Okay. Jetzt eine Lieferung, mal was sie gerettet haben. Ich bin bereit. Was haben Sie denn noch alles so? Das sind ja kistenweise. Gemüse. Hier ist Rosenkohl. Genau. Der kommt direkt in den Kühlschrank. Ja, der steht hier draußen, der Kühlschrank, neben einem Schuppen, in dem noch weitere Kühlschränke sind, wo die Lebensmittel gelagert werden. Dann war hier eine Tüte mit Ketchupkernen ausgekippt, würde ich jetzt nicht mehr essen. Aber ich habe sie mitgenommen für die Vögel. Darf ich mir auch was aussuchen? Ja, hier darf jeder was aussuchen. Selbst die Leute, die mit dem Auto durch die Gegend fahren und uns die Lebensmittel bringen, die dürfen sich hier auch noch mal was aussuchen. Okay, danke. So, hier ist eine Lebensmittellieferung angekommen. Hier vorne links haben wir einmal Brot. Das wird jetzt noch mal extra eingepackt. Wir sehen jetzt hier auch die Handschuhe, die verwendet werden. Ne? Also die Lebensmittel werden ganz, ganz hygienisch eingepackt. Besonders Brot und Brötchen und sowas. Und hier auf der rechten Seite ist eine Kiste mit Gemüse angekommen. Herr Wolter, was machen Sie denn da jetzt? Ja, das wird jetzt erstmal alles nach Sorten sortiert. Und wenn das nach Sorten sortiert ist, dann gucken wir, was wir in den Verteiler einräumen. Genau. Hier ist noch eine Tüte. Da sind ein paar Paprika drin. Eben habe ich noch eine Paprikakiste gehabt, da ist das. Also es wird alles nach Sorten sortiert. Das finde ich ja auch gut. Ne? Dann genau, und dann haben wir hier so Salate. Da müssen wir immer darauf achten, ob die nicht schon abgelaufen sind. Denn diese Salate haben ein Datum, das nennt sich zu verbrauchen bis. Okay. Hier steht drauf, 25.02. Das war gestern. Ja, ich hab's, genau. Und das dürfen wir leider nicht mehr rausgeben, obwohl da Würstchen drin sind und sowas alles, was gar nicht verdorben ist. Das Einzige, was vielleicht nicht mehr gut ist, ist der grüne Salat. Aber es ändert nichts. Das Datum ist abgelaufen und es ist gesetzlich verboten, die Sachen weiterzugeben. Das müssen wir leider wegschmeißen. Okay. Haben Sie davon? Der Nutzen, den wir davon haben, ist natürlich erstmal, dass wir den Lebensmitteln, also die Lebensmittel dem zuführen, wofür sie eigentlich auch produziert wurden. Ist natürlich, dass wir viele glückliche Menschen hier sehen, die wirklich den Pfennig rumdrehen müssen. Ja, das ist ein Nutzen, einfach was Gutes zu tun für die Umwelt, für die Menschen. Der ist unbezahlbar. Ja. Also das heißt, es kann jeder hier hinkommen und Lebensmittel einfach mitnehmen. Hier bei uns kann tatsächlich jedermann hinkommen. Wir machen keine Kontrolle, ob jemand bedürftig ist oder ähnliches. Es sind auch so viele Lebensmittel, dass die Bedürftigen auf jeden Fall zum Zuge kommen. Jeder kriegt was ab und es bleibt trotzdem noch so viel übrig, was wir nicht wegwerfen wollen, dass bei uns auf jeden Fall immer jeder willkommen ist.
guten Morgen. Sie haben sich auch hier angestellt. Wie lange machen Sie das schon? Seit einem Jahr komme ich, aber nicht regelmäßig. Mhm. Und konnten Sie damit Geld sparen schon? Oder aus welchem Grund machen Sie das hier? Zum einen ja, aber ich gebe auch immer noch was in die Kasse rein. Und zum anderen mache ich das halt, damit die Sachen, weil die ja sonst weggeschmissen werden, kann ich halt noch gebrauchen. Ja, super. Und wer kann da alles mitmachen? Also ich meine, es gibt ja hier auch Leute, die in die Geschäfte fahren, die Lebensmittel abholen. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Genau, weil man muss halt zu den Geschäften hinfahren. Und die Sachen hier zum Verteiler bringen. Ansonsten gibt es eigentlich so gut wie keine Voraussetzungen. Es gibt natürlich ein paar Regeln, die beachtet werden müssen. Das erklären wir dann den Leuten, wenn wir die einarbeiten. Und wenn die Lebensmittelretter jetzt vor der Rampe stehen, vor den Geschäften, was machen die da konkret? Wir sortieren die Lebensmittel vor Ort. Das heißt, wir gucken im Geschäft gucken wir durch, welche Lebensmittel wir mitnehmen können und welche nicht. Wenn man sich vorstellt, so ein Netz mit Orangen, wo dann eine verschimmelte drin ist und die anderen sind noch gut, dann machen wir das Netz auf, lassen das Netz da im Plastikmüll. Die Orange kommt beim Geschäft in den Biomüll und die restlichen Orangen nehmen wir mit. Wenn man bei uns mitmachen möchte, wir müssen natürlich sicher gehen, dass keiner Schindluder betreibt mit den Lebensmitteln. Das heißt, wir machen auf jeden Fall eine Ausweiskontrolle. Die Leute müssen eingearbeitet werden. Das heißt, die müssen genau wissen, wie man mit Lebensmitteln umgeht und kriegen auch einen Ausweis, einen Retterausweis. Ich habe gehört, Sie haben auch einen Preis erhalten. Stimmt das? Ja, da möchte ich mich ganz herzlich bei der Stadt Overath bedanken. Wir sind stolzer Träger des zweiten Platz des Heimatpreises in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr, 2021, wurde der vergeben und jetzt vor zwei Wochen verliehen vom Bürgermeister. Aber wir freuen uns natürlich darüber, dass wir diese Ehrung der Stadt Overath bekommen haben. Der schöne Nebeneffekt ist, es gibt auch ein bisschen Geld dafür, sodass wir bei unserem Verteiler jetzt ein bisschen ausbauen können. Und gibt es sonst noch irgendetwas, was man über die Bergischen Lebensmittelretter wissen sollte, was Ihnen jetzt so spontan einfällt? Ja, was bei uns wichtig ist, wenn man hier Lebensmittel abholt, wir haben Mundschutz und Handschuhpflicht. Handschuhe, weil man einfach im Auto unüberlegt sich überall berührt. Und ja, wir haben hier eben keine Möglichkeit, die Hände zu waschen. Gut, beim Aldi wäscht man sich auch nicht die Hände oder beim Hit, aber wir möchten schon, dass unsere Lebensmittel möglichst sauber bleiben. Deswegen auch der Mundschutz. Da geht es gar nicht um Corona, sondern wir haben keinen Spuckschutz. Bei den Supermärkten kennt man diese Klappen, die man hochmachen muss in der Bäckereiabteilung. Bei uns macht einfach immer jeder einen Mundschutz vor den Mund. Ja, wundervoll. Dankeschön für das Interview. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es und ihr könnt gerne auch mitmachen. Meldet euch bei Hartmut Wolters in Steinbrück. Alle Angaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Tag noch und bis bald. Tschüss!